Es ist angefragt worden, dass ich mal wieder meine Duschgelsammlung zeige und ich dachte wirklich, dass es weniger ist, aber es ist von wegen weniger worden. Ich fange auch gleich mal an, weil das Video kann eine Weile dauern, glaube ich. Ich habe mir auch ganz viel zu trinken und meinen Rest Kaffee noch dahergestellt, damit dazwischen ich noch trinken kann. Es ist so viel. Aber ich habe es euch gewünscht und ich nutze das dann auch und sortiere sie jetzt nicht aus, aber werde mir dann noch ein paar in mein Badezimmer stellen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich dieses Video für euch, wenn euch das so brennend interessiert. Weil ich eh sowieso zurzeit keine Videoideen habe, also ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. So, fangen wir gleich einmal an mit diesen beiden hier. Das ist einmal von Trestle oder Tracklemoon das Coffee Cake. Mochte ich ja auch sehr gern mal. Habe ich sogar schon mal eins aufgebraucht. Ja, diese riesen Dinger habe ich urviele davon. Dann habe ich noch eins von Tiki Max. Das, auf das freue ich mich ja jetzt schon. Das riecht so gut. Ich habe noch keine Ahnung, wann ich das verwenden soll. Weil bei diesen großen Duschgels brauche ich so, so lange. Und ich habe noch so viele kleine. Und ich habe eigentlich überlegt, dass ich mir ein großes ins Badezimmer stelle. Nicht immer zwei, weil ich habe vor kurzem, glaube ich, zwei gehabt. Das Cola und das Apfelzimt. Und das war ein bisschen zu viel, glaube ich. Und deswegen habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht eines von den Großen mir ins Badezimmer stelle und die Kleinen dann öfter verbrauche. Weil ihr werdet sehen, ich habe so kleinere, also nicht so 500 Milliliter, das ist ja auch, glaube ich, 400 Milliliter. Solche habe ich mehr als... Na, Blödsinn. Vergesst den Gedankengang. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass ich doch noch so viel habe, weil ich mir dachte eigentlich, dass ich schon ein bisschen weniger habe, aber nein. Ja, dann habe ich eins von Yves Rocher. Das ist dieses Apfelduschgel. Das sollte ich mal verwenden, weil es wird schon ein bisschen komisch. Zumindest schaut es ein bisschen komisch aus. In der Kamera kommt es gar nicht so rüber, aber es schaut im Licht ein bisschen merkwürdig aus. Und ich mag dieses Apfelduschgel. Das gab es nämlich schon mal. Und das erinnert mich an früher, wo ich so mit YouTube angefangen habe. Wahnsinn. Das ist, also wie dürfte einen bringen, ist echt interessant. Dann, und ich habe gesehen, das ist mein letztes Backup, das Mintshake von Palmolive. Das mochte ich ja so gerne, wisst das, glaube ich, noch. Das war mein absolutes Lieblingsduschgel. Aber es passt ja jetzt nicht mehr in die Jahreszeit, weil jetzt will ich langsam schon auf die Frühlingsduschgele wechseln, beziehungsweise auf diese Frühlings-Sommer-Duschgele. Und für mich ist das ein Winterduschgel, deswegen hebe ich es mir noch auf, aber ja. Also was ich an Duschgel habe, Leute. Aber ihr wolltet es ja unbedingt sehen. Also ich will keine blöden Meldungen. Dann habe ich ein Yves Rocher Duschgel wieder. Das war von einer Weihnachts-Limited Edition. Dieses Kakao und Birne ist das. Ich rieche mal kurz dran, weil ich es nicht mehr weiß. Oh. Oh. Ich glaube, das war mein Favorit. Ich glaube, die anderen habe ich gar nicht mehr. Aber wir werden es dann hier gleich sehen. Das war ja, glaube ich, mein Favorit. Da habe ich sogar, glaube ich, noch die Seife davon. Also... Leute, Leute, ich sag's euch. Dann ein Balea-Duschgel und ich habe noch sehr, sehr viele Balea-Duschgels, wo ich auch die Bodylotions noch dazu habe. Also ja, ich sollte mich mal anstrengen und ein bisschen was verbrauchen. Boah, das riecht aber gut. Das ist aber auch eher Sommer. Ich muss mir wirklich in den Arsch beißen und ein bisschen mehr von den Sachen aufbrauchen. Dann habe ich noch das Avocado und Erdbeer. Das habe ich ja... Dem bin ich ja hinterhergerannt, glaube ich. Das riecht so gut. Das riecht auch so gut. Aber das passt eher auch für den Sommer. Vielleicht verwende ich das bald. Aber ich glaube, das werde ich jetzt zu sehr vielen Duschgelen sagen. Dann habe ich noch das Bernigen Duschgel. Das habe ich, glaube ich, mal von der Arbeit geschenkt bekommen. Das sieht so aus. Ich glaube, das riecht auch eher frisch. Das riecht ganz gut. Also vielleicht könnte ich das auch vielleicht bald mal verwenden. Wäre nicht schlimm, aber wie oft ich das jetzt sagen werde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann habe ich von Trestlemoon das Warm Cookie Dough. Das hat mir ja extra meine Cousine aus Deutschland mitgebracht, weil ich das unbedingt haben wollte. Das riecht auch geil. Aber ich finde, ich sitze verkrummt da. Aber ich finde, das ist eher ein Winterduschgel auch. Das ist ja auch ein Limited Edition Duschgel gewesen. Und ich habe so viele von Trestlemoon, das ist... Oder Trestlemoon oder wie immer man das aussprechen mag. Ja. Noch zwei. Eines ist von Balea, das Cabana Dream, auch Limited Edition. Die Verpackung ist mega, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das riecht. Hm, da gefällt mir das Pink, aber exakt ein bisschen besser. Aber die Verpackung finde ich da schöner.
dann habe ich noch ein Mandelduschgel von Aveo und ich glaube, das gibt's auch gar nicht mehr. Na, ich glaube, das gibt's nicht mehr. Das ist aber schade. Das riecht aber gut. Und ich finde es schade, dass das nicht mehr gibt. Also ich glaube, es gibt es nicht mehr. Müsste ich demnächst mal schauen. Aber ich bilde mir ein, dass es das nicht mehr gibt. Da ist die Verpackung schon so grauslich. Dann habe ich zwei Roberto Cavalli Duschgele. Ich habe das sogar, glaube ich, noch irgendwo in klein rumfliegen. Ihr werdet das sicher noch sehen. Sollte ich mal aufbrauchen. Ich habe auch das Parfum davon, also... Außer vom Blauen. Vom Blauen habe ich nicht das Parfum. Jetzt muss ich gerade mich bekennen, sorry. Weil mir die anderen beiden aus meinem Sack rausgeflogen sind. Ich habe da nämlich noch eine ganze Kiste voll. Dann habe ich einmal das Hafer-Duschgel von Yves Rocher. Ihr wisst ja, das war mein absolutes Lieblingsduschgel. Wer mir länger folgt, wird das sicher noch wissen. Dann habe ich von Balea das Creme... Duschgel, Vanille und Kokos, das gibt es aber glaube ich noch, oder? Ich habe halt die alte Verpackung noch. Ich finde, die neue Verpackung ist jetzt urschön. Das riecht auch geil. Aber ist für mich auch eher Winter. Obwohl Kokos dabei ist, finde ich, ist es eher Winter. Und ich glaube, ich habe auch noch die Bodylotion davon. Ja, dann habe ich noch zwei. Aber wir sind ja noch lange nicht durch. Das ist von... Hofer, glaube ich. Ja, Ombia. Das ist von Hofer. Das habe ich mal geschenkt bekommen von einer damaligen Freundin. Das ist geil. Ich glaube, das werde ich bald verwenden. Das passt auch, finde ich... Wie oft sage ich das nicht noch? Vielleicht verwende ich das irgendwann mal. Aber das riecht auch gut. Und ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Aber das riecht echt gut. Oh, ja. Das war ja mein absolutes Lieblingsduschgel. Dass die Verpackung schon so eindrückt, seht ihr das? Das ist voll da eine Delle. Das ist das Marshmallow Heaven. Oh, jetzt ist die Delle weg. Das ist das Marshmallow Heaven. Oh Gott. Das riecht so geil. Aber ich glaube, das ist auch eher Winter. Ja. Oh, Fernseher wird gleich rausgehen. Ich glaube, das ist auch eher Winter. Ja, das ist auch Winter. Aber riecht auch gut. Ja, ich habe bei dem Video nicht nur Duschgele dabei, sondern ich habe auch Duschschaum dazu genommen und auch meine Duschpeelings, also diese In-Duschpeelings da, diese ganzen Sachen. Das zum Beispiel ist von dem einen das Peeling. Ich glaube, ich mochte die von Yves Rocher gar nicht so gern, die Peelings, und ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Oder? Es ist auch noch komplett verschweißt. Aber das ist ein Winterduschgel, beziehungsweise Winterpeeling. Und das sollte ich vielleicht dann endlich mal... Ach Gott, ich kann es euch gar nicht sagen, wie oft ich das sagen werde in dem Video. Dann habe ich einen Duschschaum von Rossmann. Den hat mir damals meine Cousine auch von Deutschland mitgenommen. Da bin ich echt gespannt, wie die sind, weil ich habe bis jetzt noch keinen Isana-Duschschaum verwendet. Das ist nämlich der cremige Pflegemousse Lollipop Limited Edition. Auf den bin ich echt gespannt. So. Dann habe ich da noch ein Trestle oder Trickle Moon in Cola. Das mochte ich ja auch so gerne, das wisst ihr ja, glaube ich, auch noch. Oh, jetzt, wo ich es wieder rieche, ja. Aber wie ich es vor kurzem aufgebraucht habe, habe ich euch ja gesagt, das hat mich genervt. Aber jetzt, wenn man es dann wieder riecht, das passt doch, finde ich, auch im Sommer. Also das würde auch für den Sommer, finde ich, gehen. Oh Gott, die sind so schwer, die Sachen, ich kann es euch gar nicht sagen. Da habe ich noch so ein Trestle Trickle Moon. Das ist das Happy Melon Sorbet. Das gab's mal, aber das gibt's ja auch nicht mehr. Das war auch eins meiner liebsten Duftrichtungen von Trexel oder Trekkle Moon. Upsi. Das riecht schon ein bisschen komisch. Aber vielleicht ist das auch, weil ich an 100 Duschgelen gerade rieche. Also, ja. Aber es passt auch für den Sommer, das Melon Sorbet, oder? Das wird für den Sommer passen. Wie oft werde ich das wohl sagen? So, dann habe ich noch zwei von Aveo. Das ist das I Like Pina Colada. Und ich habe das ja so geliebt. Und es gibt es auch wieder, habe ich gesehen. Aber ich finde, dass es ein bisschen anders riecht als das hier. Es gibt es nämlich im Sortiment und es ist nicht mehr Limited Edition, habe ich gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das andere gleich riecht. Meine Kollegin war nämlich so lustig, weil die kennt mich ja. Und hat mir das dann gezeigt, weil sie genau gewusst hat, ich mag das. Und ich bin mir aber nicht sicher, wie... Weiß nicht. Ich meine, ich habe jetzt ja noch zwei Backups, die für den Sommer auf jeden Fall reichen. Und wie ihr seht, brauche ich keine Duschgelle mehr, aber... Ich weiß nicht. Mich würde das andere interessieren, wie das riecht. So im Vergleich, weil ich die beiden ja noch habe, würde mich das ehrlich gesagt schon interessieren.
Und ich finde die Limited Edition Verpackungen von der WO immer so schön. Aber das habe ich euch ja eh auch schon oft gesagt. Die Seifen, die Duschgel, finde ich die Verpackungen immer voll schön. Ja, was haben wir denn da? Zweimal das lila Reisduschgel. Ich weiß gar nicht, ob das meine einzigen sind. Ich sehe jetzt da über meine Knie nicht drüber. Aber ich glaube, ihr kennt das noch. Wenn ihr die alten Videos kennt, wisst ihr, dass das mein absolutes Lieblingsduschgel ist. Und ich sehe gerade, dass die Verpackung sogar anders ist. Seht ihr das? Das war die Vorgängerverpackung und das war dann der Nachfolger. Das ist mir jetzt erst gerade aufgefallen. Oh, das hat sogar den neuen Verschluss. Das ist mir auch erst jetzt aufgefallen. Weil das war der alte Verschluss mit dieser Lasche da vorne. Ist mir noch nie aufgefallen. Wow. Aber das war mein absolutes Lieblingsduschgel. Ich meine, ich habe es jetzt noch zweimal. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo ein Backup da in meinem Karton habe. Also mein... Oh, das wird mir so abgehen. Also wenn ich die leer kriege, werden die mir sowas von abgehen. Aber ich darf mich nicht beschweren, jetzt sitze ich aber genug. Aber diese Form von den Duschgeln von Yves Rocher gibt es ja nicht mehr. Dann habe ich das Lush Cinders. Mag ich auch voll gerne. Wirklich urgerne. Das ist eins meiner absoluten Lieblinge von Lush. Ist aber leider auch eine Winter-Edition gewesen. Fand ich aber sehr gut. Ich habe die große Pulle noch und eine kleine habe ich noch in Verwendung. Und die wird bald leer. Ich rede zu schnell, ich bin so hiebelig gerade. Dann habe ich noch von Balea die Zuckerschnute, die werdet ihr auch jetzt noch ein paar Mal sehen. Die habe ich mir ja sowas von gebunkert, wie die rauskommen ist. Da habe ich auch, glaube ich, irgendwann noch nicht so lange her eine aufbraucht wieder. Und ich liebe es noch immer. Also das und das lila Reis, das sind meine beiden Lieblingsduschgele, glaube ich. Dann habe ich noch einmal das von Balea, Vanille und Kokos. Upsi. Dann habe ich noch eine Limited Edition von Balea. Das war diese Tropical Shine. Das ist von denen, wo ihr die pinke und die lilane Variante gesehen habt. Das mache ich auch nicht so. Ne, also das pinke ist bis jetzt mein Liebstes von denen. Aber ja. 2017 abgelaufen. Upsi. Dann habe ich noch drei. Aber da sind wir immer noch nicht fertig, nur zur Information. So. Wieder ein Trestle Trackle Moon. Das ist das Bonbon Surprise. Ich habe das noch nie verwendet. Ich wollte das damals unbedingt haben, weil das mich an diese Eiszuckerl erinnert hat. Mhm. Das erinnert mich voll an meine Kindheit, das Duschgel. Aber das soll auch so einen kühlenden Effekt haben, habe ich von vielen gehört. Deswegen habe ich es dann gar nicht mehr angefangen im Winter und habe es dann irgendwie vergessen, dass ich das habe. Also wäre das im Sommer vielleicht keine schlechte Idee, wenn ich das dann verwenden würde. Ich bilde mir ein, es hat so einen kühlenden Effekt. Und die Verpackung. Also die Verpackung ist so schön. Aber ja, ihr seht, ich habe wirklich viele von diesen Trestle Trackle Moon Duschgelen, extrem viele. Dann habe ich noch zwei Yves Rocher. Einmal das Grapefruit ist das, genau. Das war ja eins meiner, also die beiden sind auch welche, die meine absoluten Lieblinge waren. Also Orange, Grapefruit und Lila Reis waren die drei. Und Macadamia, sorry, hätte ich jetzt was vergessen, waren die vier, die ich am liebsten mag. Und ja. Die gibt es auch nicht mehr. Aber ich glaube, dass das Orange gibt es nicht. Aber das hier haben sie, glaube ich, in diese neuen Verpackungen umgestellt. Weil die kleinen Varianten gibt es ja nicht mehr. Aber die, die was gut gegangen sind, glaube ich, haben sie in diese großen Varianten umgestellt. Ich habe die schon oft aufgebraucht. Ich habe das Kokos und noch irgendein anderes gehabt. Und da haben sie das reingenommen, wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also da haben sie das Grapefruit in die... Wie heißen die Reihe? Ich habe keine Ahnung, wie die Reihe heißt. Aber das ist echt geil. Ich liebe das. Für den Sommer habe ich das so geliebt. Und ich glaube, das sind meine zwei letzten. Das sind, glaube ich... Nein, Orange sehe ich da gerade noch, aber Granatapfel. Gab es auch einmal, fällt mir gerade auf. Gab es auch mal, war auch einer, glaube ich, meiner Lieblinge. Ja, also die Verpackungen von den Yves Rocher, die geben mir schon extrem ab. Besonders das Orange. Also das Orange, das gibt es ja Gott sei Dank noch. Das heißt, das kann ich mir irgendwann einmal nachkaufen. Das heißt, ich könnte es auch schon bald aufbrauchen, weil da traue ich eh nicht hinterher. Aber das Orange, das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Und da habe ich damals für mich und für meinen Bruder Urfile bestellt gehabt. Und mein Bruder hat sich hin und wieder dann von mir welche geholt. Jetzt gebe ich ihnen aber keine mehr, weil ich habe nur noch zwei. Nein, 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 nein. So, machen wir mal weiter. Ich habe von Dresdner Essenz einen Duschschaum. Peinlich, aber das wusste ich gar nicht mehr. Der riecht aber gut.
Der riecht sehr blumig. Wie heißt denn der? Blütentanz. Oh. Aber der riecht echt gut. Der riecht wirklich gut. Wow. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, wann ich den mir mal gekauft habe. Fragt mich bitte nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Oder habe ich den geschenkt gekriegt? Kann auch sein. Ja. No comment, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich noch ein Duschschaum, da wo der Deckel verschwunden ist. Den werde ich aber sicher irgendwann finden. Das ist von Isana wieder. Isana Young Limited Edition Chocolate. So sieht der aus. Man riecht leider nichts. Aber ich werde die von... Jetzt kriege ich wieder Stuck auf. Von Isana, Gott, hör auf, werde ich bald verwenden. Weil ich wissen will, wie die sind. Weil ich wirklich wissen will, wie die sind. Och, ich habe noch ein Macadamia. Das war auch eins meiner Lieblinge. Also das Macadamia, das Lila Reis, Orange. Das sind die... Macadamia, Lila Reis, Orange. Sonst habe ich keins vergessen. Nein. Das sind die drei, die ich wirklich, wirklich am liebsten mochte, die es halt leider nicht mehr gibt. Weil das Grapefruit, da brauche ich nicht jammern, das gibt es ja eh noch. Das haben die ja wieder neu rausgebracht. Aber die anderen drei haben sie leider nicht rausgebracht. Und das Macadamia, das war eins meiner Lieblinge. Eins habe ich jetzt aktuell im Badezimmer. Das benutze ich gerade und das ist halt noch mein Backup. Ich weine. Ich weine. Das war so gut. Und das war echt nicht lang im Sortiment. Ich habe nicht verstanden, warum die das... Also generell auf Yves Rocher bin ich ein bisschen sauer. Weil die immer meine Sachen auflassen. Immer. Und das nervt mich. Als nächstes habe ich einen Duschschaum von Lavozone. Das ist dieser After Sun Duschschaum. Den mag ich sehr, sehr gerne. Da habe ich ja auch vor ein paar Monaten, glaube ich, einen aufgebraucht. Und der war echt gut. Und ich glaube, ich habe ein, zwei oder so habe ich noch, aber wir werden es ja gleich sehen. Und den fand ich wirklich gut. Gibt es aber leider auch nicht mehr. Oh, Victoria's Secret. Da sollte ich mal durchschauen. Deswegen will ich auch dieses Sammlungsvideo machen. Welche Bodysprays ich habe, wo kein Duschgel und keine Bodylotion dabei ist. Wisst ihr warum? Weil ich die aufbrauchen will. Logischerweise. Aber das Endless Love wusste ich gar nicht, dass ich da ein Duschgel habe. Ich glaube auch Bodylotion, aber ich habe keine Ahnung. Oh, das riecht gut. Das erinnert mich an was. Das erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nicht an was, aber der Duft, der kommt mir unbekannt vor. Habt ihr das auch manchmal? Wenn ihr an was riecht? Und so komme ich mir voll gestört vor. Aber der ist echt gut. Endless Love. Sollte ich auch einmal bald verwenden, die Victoria's Secret Duschgel. Ich habe so viele, werdet ihr das eh gleich sehen. Also. Dann habe ich noch zwei, also ein Peeling von Trestle oder Trackle Moon, das Melone. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich noch eins habe. Ich habe gedacht, ich habe gar keins mehr. Also ist das auch gut, wenn ich mal das Ganze durchgehe, oder? Ein Vanille, na warte mal, mit Vanille und Orangenblüten, Calm Dawn heißt das. Das habe ich vor kurzem in einem Haul-Video erwähnt, dass ich das noch habe. Das ist dieses Balea Duschpeeling, dieses Winter. Das fand ich vom Duft her eigentlich gar nicht schlecht und ich habe mich dann geärgert, dass ich mir kein zweites gekauft habe. Okay, es geht. Aber wie gesagt, ich rieche ja an allen, also kann sein, dass das ein bisschen verfälscht. Aber das werde ich mir für den Winter aufheben. Also wenn man mir zuhört, glaube ich, also ihr hört es mir ja gerade zu, also ihr werdet euch sicher denken, ja, man darf schon. Oh Mann, ihr werdet euch sicher denken, die freuen sich ganz Zimmer rein. Dann habe ich einen Bilou-Duschschaum, diesen Slashy Apple. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja jetzt nicht so der Fan von den Duschschäumen von ihr. Ich habe auch die Duschgels noch nicht probiert von ihr, wo mich eins extrem interessieren wird. Ja, sollte ich auch mal aufbrauchen. Da habe ich auch noch den Coco Cocktail, den habe ich auch noch. Ja, der ist auch für den Sommer dann eher. So wie das Lashy Apple, glaube ich, der ist auch für den Sommer. Dann habe ich das Almond Duschgel von Lush, das habe ich auch für kurzem erst in einem Haul-Video gezeigt. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, das mag ich auch vom Duft her. Aber ich habe es ja noch nicht verwendet, also das passt doch, glaube ich, eher für den Winter, würde ich jetzt sagen. Nochmal zwei Duschpeelings von Balea. Einmal das neue, beziehungsweise glaube ich halt, dass es neu ist, das Duschpeeling Calm Coco. Das ist aber interessant. Das andere hat doch Calm Ding heißen, oder? Ja, Calm Dawn hat das Calm Dawn und Calm Coco. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aber das finde ich echt geil. Das ist jetzt noch mein Backup. Und das andere habe ich gerade in Verwendung und ich liebe das.
werde ich mir wahrscheinlich bunkern, so wie das hier. Das habe ich mir ja extrem gebunkert. Könnt ihr euch sicher noch dran erinnern, weil das war ja mein absolutes Lieblingsduschpeeling. Ist es auch noch immer. Aber ich glaube, das ist jetzt dann mein letztes Backup. Das Melone. Das werde ich jetzt dann im Sommer verwenden. Ja. Wie gesagt, ich versuche das dann in meinen Kasten dann auch umzuschlichten. Also das wird sehr spannend werden. Dann, dem bin ich hinterhergerannt, dem Blödsinn. Weil ich den unbedingt haben wollte. Ja, das ist dieser Lovely Peach von Bilou. Ja. Da, oh, ich habe noch einen Balea-Duschschaum. Auf den freue ich mich schon. Ich glaube, den habe ich schon mal gehabt und den fand ich gut. Ich habe jetzt halt schon ewig keinen mehr von Balea gekauft, weil ich halt noch so viele Duschschaum habe. Weil die geben mir immer die aus dem Sortiment und dann kommen immer wieder neue. Und das nervt mich sowieso. Deswegen habe ich mir auch dann, glaube ich, keine mehr gekauft. Das geht mir nämlich voll auf die Nerven. Wirklich auf die Nerven. Ja. Und dann habe ich noch ein orange Duschgel von Yves Rocher. Und noch zwei Victoria's Secret. Einmal das Mango Temptation und das Love Spell. Die Duschgel gibt es ja bei uns in Österreich leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Als nächstes haben wir das Balea Mango Duschgel. Und das fand ich ja extrem gut. Das habe ich auch schon öfter aufgebraucht. Ich glaube ein, zwei Mal oder so habe ich es sicher aufgebraucht gehabt. Und dann haben sie es komischerweise gleich aus dem Sortiment, ich kann nicht mehr reden, aus dem Sortiment genommen. Und das war eins von meinen absoluten Balea Lieblingsduschgelen. Sollte ich aber auch bald verbrauchen. Ja. So wie alles andere, was da in dem Korb liegt. Aber egal. Dann habe ich ein Sternenzauber Prinzessin. Ein Duschgel. Achso, das ist, weil das so nach Pina Colada oder so riecht. Oh, ja. Boah, das riecht voll geil. Deswegen habe ich es mir damals gekauft. Das ist so eine Limited Edition gewesen. Sollte ich vielleicht auch mal aufbrauchen. Oh Gott, ich schäme mich in Grund und Boden. Noch ein Yves Rocher Duschgel von diesen alten Verpackungen. Das war auch ein ungutes damals. Das gab es aber auch nur ganz kurz, was ich weiß. Und ja, habe ich auch noch eins. Das ist auch mein letztes. Ich glaube, ich habe es zweimal gehabt. Ja. Und dann habe ich noch so parfümierte Duschgele. Einmal das Lancôme La Vie Belle. Dann das Gucci Bloom. Und das habe ich ja eh auch schon in groß. Auch das Roberto Cavalli Duschgel. Ja, wo ich einen Duft auch noch habe. Aber das ist ein anderes Thema, Leute. Wirklich. ja, ein Kneipp Melone Duschschaum. Ich glaube, den gibt es sogar noch. Den haben wir dann damals bei uns, glaube ich, in der Filiale reduziert gehabt. Und den liebe ich auch. Da habe ich auch einen schon mal aufgebraucht und einen habe ich noch. Dann habe ich das Schokoduschgel. Das habt ihr auch vor kurzem, glaube ich, erst in einem Haul-Video gesehen. Das mag ich auch voll gern. Also das riecht so gut. Ich hoffe, ich komme noch dazu, mir das ein bisschen noch... Ich meine, ich darf gar nicht dran denken, wenn ich da schaue, wie viel ich habe. Ich wollte gerade bunkern sagen, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bunkern soll. Hätte ich nicht so viel wie jetzt vielleicht, aber ich habe halt extrem viele Sachen und deswegen bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich es bunkern soll. Wirklich nicht sicher. Da habe ich noch so parfümierte Duschgele. Einmal das Calvin Klein CK2, wo ich meinen absoluten Lieblingsduft gefunden habe und den es nicht mehr im Sortiment natürlich gibt. Eh klar. Außer vielleicht online noch, aber ich habe eh so viele Backups. Ja, da habe ich mir dann damals noch das Duschgel auch gekauft, weil es reduziert war. Ja. Noch zwei parfümierte Duschgele. Einmal das Armani C, was ich ja über alles liebe. Das ist mein absoluter Lieblingsduft. Und einmal das Lacoste El Douce Douce heißen die Düfte, ja. Das Pure L. So sieht das aus. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Habe ich das geschenkt bekommen? Das riecht aber gut. Das riecht echt gut. Wow. Ich glaube, das habe ich auf einer Schulung oder so gekriegt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, eins habe ich mir selber gekauft und ich glaube, das habe ich dann von einer Schulung gekriegt. Ja, dann habe ich ein Yves Rocher Duschgel. Das ist ja das, was ich vor kurzem erst als Geschenk bekommen habe von Yves Rocher, was ja urmega geil riecht. Das riecht mega, das Duschgel. Ja, sollte ich vielleicht auch irgendwann mal aufbrauchen, wenn ich dazu komme, wenn ich dann nicht so viel hätte. Ja, dann habe ich zweimal noch den Duschschaum von Lavozan.
diesen Aftersun-Duscher. Also dreimal habe ich ihn jetzt insgesamt noch. Das ist auch für mich irgendwie gut, damit ich sehe, was ich noch habe und was ich nicht habe. Also finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Dann habe ich noch ein Duschpeeling. Und ich kann euch das zeigen. Ich habe das in der Verpackung lassen. Fragst du mich nicht, warum? Das war jetzt knapp. Das ist von Annemarie Berlin ein Duschpeeling. Shower Scrub. Bin gespannt, wie das ist, weil... Ich bin wirklich gespannt, wie das ist. Aber mal gucken. Ich habe eh so viele. Ich muss unbedingt Duschpeelings aufbauen und mir mal eine Weile keine kaufen, weil... Ihr seht ja, wie viel ich habe. Und jetzt kommt eh der Sommer und die ganzen Duftrichtungen, die ich habe, sind eh eher sommerlich. Das heißt, ich sollte mal aufbrauchen. Also gehen wir jetzt letztes Mal noch durch. Ein paar habe ich noch, die ich euch zeigen will. Und dann könnte ich euch mal den Korb filmen, wie das aussieht. So, Tüte ist nochmal vollgefüllt und das ist jetzt der letzte Durchgang. Dann habe ich euch alle gezeigt, die ich habe. Ich hoffe, ich habe keine vergessen, aber ich glaube nicht. Ich werde noch schnell was trinken und dann geht's weiter. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ach, oh ja, ich glaube schon, ihr seht es ja. Also, noch ein Duschschaum habe ich und das ist der Banane von TK Maxx. Einen habe ich ja in Verwendung und das ist mein Backup. Den habe ich mir absichtlich zweimal kaufen müssen. Ich hätte den dritten auch damals mitnehmen sollen, aber ja. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil... Ihr seht ja, wie viel ich habe. Dann habe ich ein Banane-Duschgel. Und zwar ist das das von The Body Shop, wo ich auch die Bodylotion so, glaube ich, dazu habe. Wie gesagt, ich sollte mich öfter endlich wieder eincremen, weil ich bin so eincremevoll und ich habe so viele Sachen und... Ja. Dann habe ich das Zuckeröl-Peeling Plum, was ich euch vor kurzem im Aufgebrauch das Apfel gezeigt habe. Das habe ich auch noch. Das wollte ich eigentlich jetzt noch verwenden. Obwohl es eigentlich so ein Winterduft ist, aber ich wollte es eigentlich noch verwenden. Oh, dann habe ich noch dreimal die Zuckerschnute da drinnen. Ich hoffe, es sind doch nur drei. So oft habe ich das gar nicht mehr, das Zuckerschnute. Dreimal habe ich es noch. Bisschen blöd. Aber ja. Was soll man machen? Wenn die Duschgele auflösen, die man halt mag, was soll man machen? Dann habe ich einen Mini-Duschschaum. Den habe ich mal gekriegt von der Arbeit. Und ein Mini-Duschgel. Coco und Lime. Wo ich vor kurzem ein anderes von der Marke aufgebraucht habe. Das ist aber gar nicht schlecht, glaube ich. Ich glaube, das riecht ganz gut. Probieren wir mal. Das passt, finde ich, gut für den Sommer. Aber das Problem ist halt, ich habe davon die Bodylotion auch. Ich bin keiner gestört. Mensch. Ja. Duschschaum. Splashy Melon. Was frisst du da? Ist so anstrengend. Ja, von Bilou. Das ist, glaube ich, einer meiner letzten Bilou-Duschschäume, die ich habe. Genau, das habe ich mir damals selber gekauft. Da hatte ich nämlich schon mal das Parfum und da ist das Duschgel aus dem Sortiment gegangen und deswegen habe ich mir das gekauft. Das ist das Lacoste, wieder dieses L-Juice-Duce, aber das Sparkling. Und das ist, der Duft ist urgeil von dem. Und ich liebe das Duschgel. Den Duft habe ich nämlich mal gehabt. Aber das mochte ich echt gern. Das war... Also der Duft ist gut. Das Duschgel habe ich ja noch nicht probiert. Aber der Duft war echt gut. Und deswegen habe ich mir das Duschgel eingebildet. War ja eh klar. 5 haben wir noch. Dann haben wir es geschafft. Und ich weiß nicht, ob ich noch das Bodylotion auch abdrehe, weil irgendwie ist mir ein bisschen schwindelig. Vielleicht, weil ich noch nichts gegessen habe und wir haben schon 14 Uhr. Vielleicht liegt es daran. Machen wir mal weiter. Dann überlege ich mir, ob ich das Bodylotion noch abdrehe oder ob das demnächst ankommt. Aber mir wäre es lieber, ich würde es jetzt abdrehen, ehrlich gesagt. Aber mal schauen. 5 habe ich noch und dann sind wir durch. Ich habe da noch ein Aveo Duschgel, Mint und Melone. So. Das riecht auch urgut. Das riecht auch urgut. Da gab es einmal eine Milka-Schokolade, wo Melone-Geschmack war. Und der hat so knistert. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Aber genau so hat die gerochen, die Schokolade. Und auf das freue ich mich schon. Das Problem ist nur, diese Aveo sind so klibberig. Seht ihr das? Die Duschgele. Irgendwie sind die so klibberig. Ein Erdbeerduschgel habe ich auch. Und das erinnert mich so extrem an das Erdbeerduschgel, das es mal bei Mifouché gab, wo ich noch ein Teenie war. Genau so riecht das. Exakt so.
Und ich habe das geliebt. Ich habe den Parfum geliebt, ich habe das Duschgel geliebt, ich habe die Lippenpflege gehabt, den Lippenstift noch gehabt. Also ich war ein richtiger Erdbeer-Junkie. Und genau so riecht das. Und das erinnert mich voll an meine Kindheit. Das habe ich mir nämlich mal beim Tiki Max gekauft. Ich weiß gar nicht, welche Marke das ist. Fruitworks heißt das. Strawberry und Pomelo. Ja, 500 Milliliter. Ach du Schande. Da habe ich Langkindheitserfüllungen. 500 Milliliter. Aber ich bin gespannt, wie das ist. Ich freue mich schon ur drauf. Das wäre auch für den Sommer eher was. Aber ich muss noch überlegen, wann ich das verwende, weil an die Tiki Max Sachen kommt man nicht so leicht ran. Und deswegen, ja. Ja, dann habe ich noch ein Duschgel. Vanilla Pumpkin von The Body Shop. Da habe ich mir damals, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ich habe mir da urviele gekauft, weil die rausgegangen sind und ich die Duftrichtungen so gut fand. Ja. Ah, das riecht echt gut. Das riecht wie dieser Pumpkin Spice Latte von Starbucks. Genau so riecht das. Boah. Es ist daneben gefallen. Ich musste gerade meinen Hund zusammenscheißen. Schon wieder mal. Dann habe ich noch zwei Duschgele, dann haben wir das durch und irgendwie rinnt das, habe ich das Gefühl. Und das hat auch da so einen komischen Streifen, seht ihr das? Das ist das Amber Romans Duschgel von Victoria's Secret. Und ich kenne den Duft, weil den Duft gibt es ja auch noch, aber das Duschgel gibt es halt nicht mehr. Da gibt es ja nur noch die Bodylotion. Und ich finde den eigentlich gut. Der ist wirklich gut. Ich verstehe nicht, warum ich die Sachen nicht verwende. Ich verstehe es wirklich nicht. Dann als letzter habe ich noch das Balea Karamell Duschgel. Also duftet nach Karamell und Beeren, steht da. Ja, das ist das, was so geil riecht. Was aber auch eher für den Winter ist. Und da weiß ich auch nicht, ob ich mir ein Backup kaufen soll. Weil ich die Verpackung auch so liebe. Ich finde die Verpackung so schön. Aber ich habe noch so viel Zeug. Ich zeige euch jetzt mal, wie viel Zeug es ist. Seht ihr das? Das hier ist alles, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Das ist krank. Was soll man dazu sagen? Der ganze Wäschekorb ist voll mit Duschgel. Duschschaum und Duschpeeling. Aber hauptsächlich Duschgel. Oh. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich schockiert. Ich muss nur schnell die Kamera anstecken, weil sonst geht sie mir aus. Ich bin wirklich schockiert darüber, wie viel das wirklich ist. Ich bin wirklich schockiert darüber. Und ja, ich werde noch vielleicht die Bodylotion schnell abdrehen, weil das ist nicht so viel und ich habe das Gefühl, das geht schnell. Ja. Ich bin schockiert. Ich darf mir eigentlich keine Backups mehr kaufen. Aber ich hätte wirklich, wirklich gern das weiße Schokolade. Wo ist das? Da. Moment. Ich hätte gern die beiden noch irgendwie als Backup. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die kaufen soll. Und wer weiß, wann ich jemals zu einem DM komme, weil wegen der Ausgangssperre und so. Aber, also Ausgangssperre, wir haben ja keine richtige noch nicht. Wir haben ja keine richtige, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe eh so viel Duschgel. Der ganze Korb ist voll, also habe ich eindeutig genug Duschgel. Aber ich freue mich jetzt schon darauf, das einzuschlichten und mir welche rauszusuchen, die ich dann benutzen kann. Auf das freue ich mich schon extrem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt euch das ja gewünscht und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das, weil ich auch wissen wollte, was ich jetzt noch als Sammlung habe. Hat mich irgendwie auch selber interessiert. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!